Oh ja, seht ihr das gerade? Das ist krass. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beast Town 2. Ja, und in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen Holz gefarmt mit unserem Backpack hier. Ja, da haben wir schon ein bisschen Schwarzeichenholz gesammelt und das werden wir jetzt auch gleich verbauen. Und ja, nebenbei will ich noch mal ein Thema ansprechen, was so in letzter Zeit auf mein Teamspeak ist oder auch mehrere Anfragen mit: Ja, hier nix, kannst du mal mit mir zocken? Und ja, da ist das immer so problematisch bei mir immer. Und zwar, da dürft ihr echt nicht sauer sein oder traurig sein oder mir böse sein, wenn ich mal mit euch nicht zocken kann, weil ich ja auch Content liefern muss. Und deswegen dürft ihr mir da echt nicht böse sein. Ich weiß, es ist dann blöd, wenn ich dann sage, nee, es geht leider nicht, weil ich noch X und Y noch aufnehmen muss. Aber ja, ihr wollt ja auch auf YouTube unterhalten werden und deswegen geht es manchmal echt nicht. Also es tut mir dann auch leid, aber es ist halt so und ich kann es echt nicht ändern. Also das dürfte echt nicht böse sein. Wenn ich Zeit habe, dann auf jeden Fall. Also da wisst ihr ja, dass ich da nicht so bin, ne? Ja, es geht auch manchmal, wenn ich auch render und dann kann ich auch wenigstens Minecraft zocken, aber da musst du erst nämlich erst aufgenommen und dann seid ihr immer so ungeduldig. Ja, aber das ist echt nicht böse gemeint von euch, für euch, aber ja, das ist halt immer so ein bisschen problematisch. Das will ich irgendwie, naja, bisschen, ist halt ziemlich schwierig mit euch da ein bisschen jeder zufrieden zu stellen, aber ja. Ich hoffe, das kriege ich irgendwann noch in den Griff, dass ich mal ein bisschen mehr Zeit für euch habe. Ich habe ja auch schon so einigen schon gesagt, wenn ich mal, wenn das Beatstown-Projekt mal vorbei ist, dass ich mal so ein nur reines Community-Projekt machen will. Ja, da habe ich ja schon ein bisschen mal angesprochen, aber das ist alles noch sehr, sehr weit entfernt. Erstmal machen wir das hier. Und ihr könnt ja hier auch drauf joinen, das wisst ihr ja auch. Und da könnt ihr auch mal eine Woche, 2 Wochen mal schauen, mit mir zocken, wie gesagt. Das habe ich ja alle schon mal im Video mal schon erwähnt. Und ja, seid mir da echt nicht böse. Also ich habe auch noch Arbeit und ein bisschen Real Life, das müsst ihr auch noch ein bisschen verstehen. Weil du bist ja schon ziemlich lang am PC, um aufzunehmen, um zu rendern und alles vorbereiten und hochzuladen und Beschreibung und. Man hat eigentlich schon genug zu tun, aber reden kann ich eigentlich immer. Also da ist eigentlich, wenn ich mal nicht aufnehme, immer da. Also reden könnt ihr mit mir immer. Mit Zocken ist halt immer wieder, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Ja. Das wollte ich einfach mal loswerden. Und wir gehen jetzt erstmal nochmal schlafen, dass es heller wird. Und erstmal noch so einen guten veganen Steak. Ja. Vegan. Nee, ich esse eigentlich nicht vegan. Ich bin eigentlich da. Was ich nicht esse, ist Schwein. Ich bin jetzt auch kein Moslem oder sowas. Es geht einfach nur darum, dass Schwein ein bisschen fettiger ist. Und naja, da kriege ich immer so ein bisschen Bauchweh, wenn es ein bisschen fettiger das Fleisch wird. Deswegen kann ich nur so eigentlich so Fleisch essen, wo ein bisschen nicht so fettig ist. Also so Rind oder Hühnchen oder Pute oder sowas. Das esse ich am meisten eigentlich. Und sowas jetzt so mit Schwein zu tun hat, da kriege ich meistens immer Bauchweh. Ist dann auch sehr unangenehm, da muss ich dann auf Toilette und sowas. Und das ist nicht so spaßig und deswegen vermeide ich so gut wie es geht Schweinefleisch und
Wie gesagt, da bin ich auch kein Moslem oder so. Ich bin aus Religion eigentlich gar nichts. Genau gar nichts. Ich bin ein gottloses Stück. Ja, gottloses Stück Dreck. Nee, Quatsch. Dreck nicht. Aber ich bin einfach nichts, weil mir meine Mutter damals gesagt hat, ich kann mir das alles selber entscheiden, wenn ich mal groß und stark werde. Aber es ist noch nicht, ich bin noch nicht getauft worden oder sowas. Aber das bereue ich jetzt, dass ich nicht getauft worden bin, weil jetzt kann ich keine Party machen, zum Beispiel von meinen Neffen. Bin ich auch nicht mein der Pate. Patin, Pate? Oh, keine Ahnung, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Ja, das kann ich natürlich auch nicht machen. Und ja, und das hatte ich nämlich vorgehabt, dass man die Balken hier sieht. Ja, das wird dann ziemlich schick. Und ja, guck mal, ob ich da noch irgendwie. Das mit hier, ups, das ist neben dran. Wollen wir natürlich nicht. So, dann haben wir das nämlich hier auch. Und so habe ich das vorgehabt, dass man die Balken hier sieht. Genau. Genau. Und ich möchte gerne, wenn ich das hier habe, mal bisschen Sand besorgen jetzt noch. Und mal meinen Steg so ein bisschen noch fertig machen. Also das, der Grundgerüst ist jetzt eigentlich hier schon fertig. Man muss eigentlich nur noch das Dach drauf machen und diverse Kleinigkeiten noch hier machen. Also zum Beispiel bestimmen, wo das Bett ist. Es wird hier. Ich werde hier keine Wände ziehen, das wird hier alles offen. Muss ich irgendwo noch mein Bett hinmachen. Wird ich wahrscheinlich oben irgendwie machen, dass man oder so, dass man dann so Art Hochbett oder sowas macht. Das finde ich sehr nice. Ja. Und hier kommen dann die ganzen Werkbänke und so hin. Und ja, das wird einfach nur so ein Nutzungshaus, ne? Oder weiß nicht, vielleicht mache ich auch ein extra Hütte, wo ich meine ganzen, ja, meine ganzen Dings mache. Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, da bin ich noch ein bisschen, etwas, bisschen planlos, muss ich für ganz ehrlich zugeben. Ein bisschen planlos bin ich da auch noch so ein bisschen. Ja, Schaufel haben wir da, ja. Wir machen gerade noch eine Schaufel. Sicher ist sicher. Machen die jetzt auch Stein, ist ja jetzt. Egal. Und werden nochmal in die Farmwelt gehen. Aber erst nochmal, will ich erst nochmal gucken, ob ich. Mal, ist das eigentlich schon gewachsen? Oh, schade, da hat es jetzt einer schon. Nee, doch nicht. Und zwar das brauchen wir unbedingt. Da werde ich jetzt mal gucken, ob ich das hier. Genau. Werden wir das hier mal. Hat keiner gemerkt. Ups, oh, oh, oh. Bin ich in das Dings reingeflogen. Und das will ich noch wegsnacken. So. Dann haben wir das nämlich auch ein bisschen. Na, Bambus. Bambus. Jawohl, Bambus. Dann werden wir das jetzt noch schnell in die Farmwelt gehen und gucken nochmal, wo ein bisschen Sand ist. Weil ich möchte gerne eine Taucherbrille machen. Dann können wir vielleicht in die nächste Folge ja mal den Steg fertig machen oder schon in dieser Folge, mal schauen. Ich werde jetzt hier noch Save Point setzen, hupsa. Waypoint, Add, Exit. Ja, ich weiß, das machen wir immer wieder. Das wird halt hier nicht gespeichert. Schon in die letzten Folgen ja schon erwähnt. Deswegen gucken wir mal. Sand. Sand. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo. Ist ziemlich dunkel wieder. Hallo? Ich will gerade mal Schilder ausmachen, weil es ist echt ganz schön dunkel. Genau, das sieht ja auch wenigstens was. Das sieht ihr echt was wieder, so. Dann gehen wir mal da hoch. Ja, wenn wir ein bisschen Erden noch ein bisschen farmen, das ist
auch nicht so schlimm. Wir werden uns einfach mal da hochstecken. Genau. Können wir mal dahin tun und dann können wir uns hier hochstecken. So. So. So, zack. Jetzt mal gucken, wo hier Sand ist. Das Sand ist gerade. Ein bisschen Sand wenigstens mitnehmen, wenigstens die Scheiben machen können. Gehen wir hier lang. Okay, das ist noch verkraftbar. Hat uns nicht so weh getan. ja, da ist Sand. War genug Sand. Oh, hat einer wirklich schon Sand erfarmt, okay. Hey. Kleiner Schlingel. Kleiner Schlingel. So, okay. Haben wir das jetzt? Okay, wunderbar. Kann sein, dass wir das jetzt kaputt machen? Nee. Okay. 23. Ja. Da können wir das eben auch noch abbauen. Ah, das können wir auch noch abbauen. Können wir auch noch abbauen. Auch. Nehmen wir alles mit, was wir hier kriegen können. Das können wir auch. Zack. Dann da hoch. Das ist natürlich die erste Schritt machen, ja. Dann wird jetzt halt hier alles geflutet, egal. Das ist ja eh die Farmwelt, die wird eh so zerstört sein. Ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht, oder? Und dann ein Steak. Oh, das Essen nehmen wir auch noch. Und Duftton auch. Ja, wunderbar. Dann werden wir das Steak hier noch voll machen. Sagt ein Steak. Müsste eigentlich genügen. So, dann werden wir wieder zurückgehen. Wenn wir wieder zurückgehen. Am Samstag haben wir ja wieder Livestream. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was wir da machen wollen. Wollen wir eher das Haus weiterbauen? Oder wollen wir mal 3 Stunden einfach mal so richtig geil farmen gehen? Da haben wir richtig geile Ressourcen dann. Oder wollen wir mal was anderes bauen? Oder weiter die Plattform weiterbauen für die Zuschauer? Oder mit DecoCraft mal anfangen? Oder was anderes? Da könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir denn im Livestream machen wollen. Also ich wäre ja dafür, dass wir da mit unserem Haus da weiterbauen. Aber wenn ihr sagt, wir wollen lieber was anderes machen, dann könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Ah, da ist noch Kohle. Okay. Ah, wir haben noch hier eine alte Spitzhacke. Das werden wir jetzt nochmal. Das wird eh gleich kaputt gehen. Ja. So. Zack, zack. So. Dann werden wir hier das auch noch mitnehmen. Komm, geh schon kaputt. Geh schon kaputt. Jawohl, geht kaputt. Wunderbar. Zack. Werden wir uns wieder hier hochstecken. Zack, zack. Verdienen wir jetzt halt welche, aber egal. Wenn wir jetzt hier wieder. Ah. Machen wir da drüben. Und dann noch vielleicht ein bisschen Eichenholz mit. Vielleicht kommt noch ein Settling raus.
Apfel haben wir hier, sehr geil. So, den haben wir weggesnackt. So. Da vorne ist unser Ausgang. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, gehen wir auch ein bisschen mal auf Monsterjack, so. Okay. So, wunderbar. Da haben wir wieder so einige Sand gefarmt. So, wunderbar. Wunderbar. Wie sieht's aus? Haben wir da? Wieder 4, sehr gut. Haben wir unseren Job ja gemacht. In der letzten Folge haben wir ja die Kühe ja ein bisschen abgefarmt. Naja, abgefarmt nicht, aber welche mal, welche geholt. Und jetzt brauchen wir, was brauche ich, was war hier irgend, da war's, Klarscheiben, ah, einfach, da ist, achso, mal kurz gucken, Scheiben, ah, einfach nur Glas, ja, ja, das ist ja klar. Dann werden wir mal das hier öffnen. Werden wir mal 16, ja, 16 Stück mal verbraten. So, und dann werden wir hier, zack, zack. Ah, Eichensetzling haben wir auch, okay. Ja gut. Dann werden wir mal gucken, 2 Stück haben wir jetzt. Na komm schon. Zack. Vielleicht können wir das Ende der Folge ja nochmal machen. Mit den Scheiben. Ich will gerade mal gucken, wie viel Redstone ich habe. Vielleicht müssen wir mal wieder farmen gehen ein bisschen. Redstone habe ich 1 Stack. Ne, da habe ich auch noch ein bisschen Redstone. Bei Redstone brauchen wir auch ziemlich viel, weil ich ja meine automatische Weizenfarm hier machen will. Hab ich eigentlich genug Eisen da? Aluminium, Aluminium Keys. Hab ich da nicht noch irgendwo Eisen? Da hab ich Eisen, ja. Brauchen wir nämlich auch. Das müssen wir auch bedenken. Eisen brauchen wir nämlich auch. Gut, dass da ein Bogen ist. Brauchen wir auch mal irgendwann. Oh, da können wir schon Glasscheiben machen. Können wir schon Glasscheiben machen. So, zack, zack. Glasscheiben. Dann so, so. Ach ja, warte, wir brauchen ja die Dings. Wir brauchen ja 1, 2, genau. So, zack. Da können wir schon eine Schnorcheln machen. Zack. Die können wir auch anziehen. Die können wir auch anziehen. Sieht jetzt ein bisschen blöd aus da, aber gut. Hey! Will ich mal gucken, ob das... Oh ja! Seht ihr das gerade? Richtig krass. Richtig krass. Gut, dann haben wir da wenigstens den Schnorcheln schon mal gemacht. Legen wir jetzt mal da rein. Und die Folge ist auch schon wieder zu Ende. So schnell geht es auch schon wieder. Ja, wir müssen das erstmal ausziehen. So schnell geht das schon wieder. Und unsere Rüstung ist auch ziemlich am Arsch. Naja. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann die nächste Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.